Guten Abend, ich begrüße Sie auf Ihrem Lieblingssender TV Berlin zu Ihrer Lieblingssendung, The European TV. Und ich habe heute wieder einen sehr spannenden Gast. Astrid Hamka ist die Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU. Ist eigentlich der Wirtschaftsrat der CDU oder ist der CDU-nahe Wirtschaftsrat? Es ist der Wirtschaftsrat, der CDU nahe ist. Wir sind unabhängig, aber stehen der CDU nahe, das bringt unsere Historie so mit sich. Aber wir sind unabhängig von der Partei. Sie sind unabhängig, weil Sie auch Unternehmerin sind und gleichzeitig in der CDU aktiv, kommen aus Niedersachsen. Wir haben eben schon mal ganz kurz intoniert das Niedersachsenlied. Das wollen wir jetzt aber den Zuschauern nicht zumuten. Die CDU und damit auch der Wirtschaftsrat, Sie sind ja wahrscheinlich nach Sachsen-Anhalt in einer vergleichsweise guten Stimmung, oder? Wir als Wirtschaftsrat haben uns über das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt gefreut. Zum einen natürlich, weil es auch ein Sieg der Demokratie gewesen ist, was das Thema AfD betrifft. Und auf der anderen Seite hat es natürlich einen guten Schub gebracht im Hinblick auf die Bundestagswahl. Und den Schub müssen wir jetzt bis zum 26. September nutzen, damit die bürgerlichen Parteien in Deutschland wieder eine Regierung bilden können. War das ein Sieg der CDU in Sachsen-Anhalt oder war das ein Sieg des Platzhirschen Rainer Haseloff? Das Ergebnis war sicherlich auch sehr stark durch die Persönlichkeit von Rainer Haseloff geprägt, aber es hat auch gezeigt, dass die CDU mit einer Haltung und vor allen Dingen auch mit Wirtschaftskompetenz Wahlen gewinnen kann. Trotzdem, wenn es quasi auch an der Person liegt, lässt das den Rückschluss zu, dass es Armin Laschet deutlich schwieriger haben wird, weil er eben nicht als Titelverteidiger in ein Rennen geht, sondern wie alle anderen Kandidaten diesmal es keinen Amtsverteidiger gibt, sondern alle neu starten. Ist das ein Nachteil für Armin Laschet bei der Bundestagswahl im September? Es ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, weil wir einerseits eine personelle Erneuerung haben, aber es wird natürlich auch für Armin Laschet in den nächsten Wochen darum gehen, die Partei auch inhaltlich zu erneuern. Und deshalb werden die Karten sozusagen neu gemischt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er das richtige Konzept findet, mit dem er dann die Wähler überzeugen kann. Viele wirtschaftsnahe Unionspolitiker waren ja anfänglich stärker für Friedrich Merz, als es noch um die Frage ging, wer soll denn nun Kanzlerkandidat werden. Wo stand der Wirtschaftsrat da? Wo standen Sie persönlich? Wollen Sie das noch verraten oder ist das Schnee vom vergangenen Jahr? Der Wirtschaftsrat konzentriert sich auf Ordnungspolitik. Unser Kompass ist die soziale Marktwirtschaft und wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Entscheidung, wer den Parteivorsitzenden stellt oder wer der Parteivorsitzende wird, in den Parteigremien gefasst wird. Und deshalb respektieren wir die Entscheidung für Armin Laschet. Aber wir freuen uns natürlich darauf, dass Friedrich Merz zum Team von Armin Laschet gehört. Er ist ja auch Vizepräsident im Wirtschaftsrat und ich freue mich, wenn er seine Expertise einbringen kann. Sie freuen sich, dass er im Team ist. Was sollte gesetzt den Fall, Armin Laschet und die Union werden am Schluss das Kanzleramt besetzen dürfen? Was sollte dann aus Friedrich Merz werden? Kanzler natürlich nicht, das würde dann Armin Laschet sein. Sehen Sie für ihn für Friedrich Merz eine Aufgabe in der künftigen Bundesregierung? Armin Laschet wird ja nach der Wahl seine Olympiamannschaft zusammenstellen und das ist das Regierungskabinett und das wäre natürlich sehr wünschenswert, dass Friedrich Merz mit seiner Expertise und das ist im Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik auch einen Posten im Kabinett bekommt und da bin ich sehr zuversichtlich und freue mich, wenn es dann gelingt, weil ich glaube, dass er sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, einerseits aus der Politik auf deutscher und europäischer Ebene, aber natürlich auch aus der Wirtschaft. Und Sie sagen, nach der Wahl wird er das Team erst zusammenstellen? Das weiß ich nicht, ich kenne den Plan nicht, aber es wird die Kabinettsbildung erfolgt ja erst nach der Wahl und das ist ja auch eine Einigung mit dem Koalitionspartner da. Aber hat sich nicht in der Vergangenheit doch immer bewährt, wenn man quasi mit so einem Schattenkabinett und mit so einer Mannschaft und auch schon mit einer Zuordnung bestimmter Personen für bestimmte Ämter ins Rennen gegangen ist? Also wenn Armin Laschet Sie jetzt fragen sollte, sollte ich Friedrich Merz schon für eine konkrete Position benennen? Was würden Sie sagen? Lieber Wirtschaftsminister, lieber Finanzminister, lieber Gesundheitsminister? Was wäre Ihr Tipp? Wir werden zwei Schwerpunkte bekommen, jetzt gerade auch nach der Pandemie, zu Beginn der Legislaturperiode. Das eine ist das Thema Wirtschaftspolitik, aber das andere, und das ist noch wichtiger, ist die Finanzpolitik. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass Friedrich Merz Finanzminister wird, weil er da sehr viel Expertise hat und weil er sicherlich auch jemand ist, der mutige Reformen anstoßen kann, die dann auch gerade, was das Thema Finanzen betrifft, auf den Weg gebracht werden müssen. Armin Laschet gilt ja oft so als jemand, der die Politik von Angela Merkel 1:1 fortsetzt, aber gerade in dieser Frage der Koalition, er regiert zum einen in Nordrhein-Westfalen mit der FDP und er hat auch gesagt, seine Wunschkonstellation für den Bund, unabhängig von der Frage, ob das im Moment rechnerisch sehr wahrscheinlich sei, sei eine Koalition mit der FDP. Während ja bei Angela Merkel eher so der Verdacht ist, sie hat sich eigentlich immer in der großen Koalition wohler gefühlt als in einer schwarz-gelben Koalition.
Zeigt das aus Ihrer Sicht, dass Armin Laschet nah an der Wirtschaft ist? Armin Laschet führt die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ja mit einer gewissen Ruhe und hat viele Dinge auf den Weg gebracht, die auch uns als Wirtschaft richtig sind. Da ist einerseits das Thema zu nennen Bürokratieabbau, was er auch angekündigt hat als wesentlicher Bestandteil in seinem Wahlprogramm. Da ist zu nennen das Thema Strukturwandel, was er auch in Nordrhein-Westfalen sehr mit einem großen Ohr auch für die Belange der Wirtschaft vorangebracht hat. Und das Thema innere Sicherheit, was natürlich auch jedem von uns ganz, ganz wichtig ist. Und deshalb bin ich der Meinung, er bringt eine gute Expertise mit. Er hat eine gute Referenz und das macht ihn natürlich auch als Kanzlerkandidat für den 26. September sehr interessant und auch sehr geeignet, wenn ich das so sagen darf. Was sind denn aus Ihrer Sicht nachher die entscheidenden Themen in der heißen Phase der Bundestagswahl? Werden die Leute sich immer noch vor allem in Richtung Corona orientieren und sagen, wer hat das gut gehandelt? Oder ist das dann aus Ihrer Sicht möglicherweise schon so weit vorbei, dass man eher nach vorne guckt, zum Beispiel in Richtung Wirtschaft? Und wie geht es weiter nach dieser Konjunkturdelle? Wir sind ja jetzt in der glücklichen Lage, dass wir endlich unser normales Leben wieder zurückbekommen. Die Menschen können wieder in Restaurants gehen, man kann sich wieder relativ frei bewegen und deshalb ist eine gute Stimmung da. Aber es wird natürlich nach Corona auch entscheidend sein, die richtigen Weichen zu stellen, damit wir als Industriestandort auch weiterhin wettbewerbsfähig sind. Wir sind ja derzeit in der glücklichen Lage, dass die deutsche Industrie gut läuft. Das zeigt, dass sie gut aufgestellt ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Vielzahl an Strukturreformen, die auf den Weg gebracht werden müssen. Und das sollte dann auch der Schwerpunkt sein der neuen Bundesregierung. Allen voran beispielsweise eine Digitalisierungsoffensive. Und da gibt es natürlich auch noch viele andere Punkte, die auf den Weg gebracht werden sollten. Wobei von der Digitalisierungsoffensive spricht ja die Union, die ja nun doch schon ein paar Tage den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin stellt, schon eine ganze Reihe von Jahren. Trauen Sie das Armin Laschet zu, dass er da endlich mal Schwung in das Thema reinbringt? Ich traue Armin Laschet zu, dass er sich dieser Thematik bewusst ist. Und wir haben ja eben gesagt, es wird ja auch ein Bundeskabinett geben und er wird sicherlich auch eine geeignete Person finden, die das Thema Digitalisierung glaubhaft und auch mit Expertise besetzt. Da vertraue ich natürlich auch drauf. Als eigenes Ministerium, würden Sie sagen? Wir setzen uns als Wirtschaftsrat für ein eigenes Digitalisierungsministerium ein, weil wir der Meinung sind, das muss in einer Hand gebündelt sein. Wir haben ja gerade in den letzten Jahren gesehen, dass wir mit der Zuordnung, wie es jetzt gewesen ist, nicht so vorangekommen sind, wie es hätte sein müssen. Und wir sind in der Lage, dass wir jetzt einen Digitalisierungsschub haben in dieser Pandemie. Und den gilt es jetzt einfach zu nutzen, um Deutschland fit zu machen für das 21. Jahrhundert, damit wir auch weiterhin erfolgreich agieren können. Hätten Sie da einen Kandidaten schon im Kopf oder Kandidatin für das Amt des oder der Digitalisierungsministers oder Ministers? Ich habe keinen Kandidaten im Kopf, aber Sie können sich vorstellen, dass ich es außerordentlich begrüßen würde, wenn man auch mal einen Quereinsteiger holen würde, weil man dann auch eine andere Denke und eine andere Expertise reinbekommt. Und deshalb fände ich es auch sehr gut, wenn man vielleicht jemanden holen würde, der gar nicht aus der Politik kommt, aber der die Expertise mitbringt, die gefordert ist, um das Ganze entsprechend voranzubringen. Das erzwingt natürlich die Nachfrage, hätten Sie einen Quereinsteiger im Kopf? Ich habe auch keinen Quereinsteiger im Kopf, aber es ist ja auch nicht meine Aufgabe. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, eine Person zu finden, die das Thema dann auch entsprechend pusht. Das heißt, die muss auch eine Durchsetzungsstärke haben. Das ist auch ganz wichtig. Deutschland hat ja an der Stelle nun wirklich viel verloren. Ich habe jetzt gerade wieder mit jemandem gesprochen, der kam aus Estland zurück und hat mir vorgejammert, dass es in ganz Estland, selbst auf den Inseln vor der Küste, keine Stelle gibt, wo man irgendwo mal auch nur in die Nähe eines Funklochs kommt. Und ist Estland deutlich kleiner, aber hat natürlich auch entsprechend weniger Menschen. Da gibt es auch Weiten, die nicht bewohnt sind. Warum tun wir uns so schwer? Liegt es nur an der Politik oder sind auch unsere Unternehmen und unsere Unternehmer in den vergangenen Jahrzehnten mitunter zu zögerlich gewesen bei dem Thema? Nach dem Motto, hat ja 50 Jahre gut gegangen mit unserer analogen Zettelwirtschaft, das machen wir auch weiter so. Wir haben ja gerade in der Pandemie gesehen, wie wichtig das Thema Digitalisierung ist. Und wir haben ja Defizite im Gesundheitssystem, dass beispielsweise die Gesundheitsämter die Infektionsdaten mit Fax noch teilweise schicken. Das könnte sich heute überhaupt gar kein Unternehmen, was im Wettbewerb mehr steht, leisten. Ich denke, wenn ich an Estland denke, auch an eine Art Gesundheitskarte, wie schön
wäre es doch für uns, wenn wir in unserem Personalausweis einen Chip hätten, in dem hinterlegt ist, welche Vorerkrankungen haben wir, gibt es vielleicht Unverträglichkeiten, nimmt jemand Medikamente, die irgendwelche Kontraindikationen hervorrufen können. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz bedauerlich, dass wir das immer noch nicht haben. Wir stellen zu oft den Datenschutz vor den Gesundheitsschutz und das muss sich ändern. Zu Ihrer Frage zu den Unternehmen. Die Unternehmen sind natürlich auch auf die entsprechende Infrastruktur angewiesen. Wir brauchen ein flächendeckendes Breitbandnetz, wir brauchen Glasfaser, wir brauchen 5G für die Transformation. Und da stellt man doch fest, dass gerade auch in den ländlichen Räumen, und da ist ja auch der Mittelstand, in dem ich mich bewege, sehr präsent, dass da manchmal einfach die Infrastrukturvoraussetzungen nicht gegeben sind, dass es Funklöcher gibt und das darf natürlich nicht mehr sein. Dafür ist der Staat zuständig. Okay, das ist den Ball geschickt weggepritscht von den Unternehmern Richtung Politik. Wir haben eine Sache, habe ich jetzt völlig vergessen, ganz wichtig für unsere Zuschauer. Wir haben ja hier noch dieses schöne Element des Geschicklichkeitsspiels, wo wir zwischendurch versuchen, diesen Turm durch das Herausziehen oder Schieben von Klötzchen einerseits höher zu machen und andererseits aber auch ein bisschen instabiler. Fangen Sie doch bitte an, weil wir so kurz vor der Halbzeit sind. Machen Sie bitte ein, dann ich eine. Machen ich mache es jetzt mal spannend mal. Und fange nicht ganz unten an. Ja. Ganz oben darf man auch nicht und das war schon, Sie haben mal gesagt, eben im Vorgespräch, Sie haben es früher mal mit Ihren Kindern schon gespielt, richtig? Ich habe es vor 20 Jahren mit meinen Kindern gespielt und das gibt mir jetzt den Ansporn, es mit meinen erwachsenen Kindern wieder zu spielen. Bitte gleich noch einen und jetzt schon live auf der Zauberbühne. Ja, das sieht wirklich routiniert aus, vor allen Dingen, wie Sie den Stift einsetzen. Das hat auf die Idee mit dem Stift haben Sie mich gebracht. Ja, das hat der Friedrich Merz hier mal in der Sendung gemacht. So, und jetzt gehen wir hier noch. Wir müssen den allerdings erst einmal darunter nehmen. Wir kommen jetzt gleich in eine Pause, weil wir ein bisschen Geld verdienen müssen. Bitte machen wir noch einen vorher, weil ich dann schon mal den Zuschauern sage, worüber wir nachher noch sprechen, nämlich insbesondere über die Frage, ob wir in Zukunft nach Corona alle staatsgläubig sind, weil der Staat das meist im Moment handelt und wir dann gar nicht mehr so viel Privatinitiative und Unternehmerinitiative haben, sondern ob wir dann vor allen Dingen in Richtung Big Government gehen. Und das würde es möglicherweise an manchen Stellen schwieriger machen oder vielleicht auch leichter. Das können Sie uns gleich erklären. Bitte bleiben Sie dran. Wir sind in wenigen Augenblicken für Sie wieder da bei European TV hier auf TV Berlin. Schön, dass Sie noch da sind. Es geht weiter. Zweiter Teil meines Gespräches mit Astrid Hamka, Präsidentin des Wirtschaftsrates, CDU-nah, CDU zugeordnet. Die erste Präsidentin, richtig? Genau, ich bin die erste Präsidentin und war vorher 6 Jahre Bundesschatzmeisterin, bin auch schon seit vielen Jahren Mitglied des Präsidiums und war auch vorher 12 Jahre Landesvorsitzende Niedersachsen. Des Wirtschaftsrates. Des Wirtschaftsrates. Und damit aber auch gleichzeitig wahrscheinlich in den Parteistrukturen der CDU schon so in Niedersachsen auch etwas. Sie sind als Landesvorsitzender beratendes Mitglied im jeweiligen Landesvorstand der CDU. So ist das auf Bundesebene auch für mich als Präsidentin. Das heißt, wir nehmen an Sitzungen teil, dürfen uns äußern, aber haben ansonsten kein Stimmrecht. Das heißt, Sie sitzen auch im Moment im Bundesvorstand mit dabei. Genau. Mit beratender Stimme ohne Stimmrecht. Genau. Ich hatte es eben vor der Pause schon kurz angesprochen. Die Frage Big Government. Haben wir uns jetzt so daran gewöhnt, nach Ihrer Einschätzung, dass der Staat alles regelt, dass wir den Unternehmen, der Wirtschaft, der Marktwirtschaft viel weniger Platz lassen? Wie sehen Sie das? Ist da eine Gefahr? Die Marktwirtschaft hat in der Pandemie gewonnen. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Keiner von uns hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir heute einen Impfstoff haben oder schon seit einigen Monaten einen Impfstoff haben. Und dieser Impfstoff ist entwickelt worden von sehr erfolgreichen Unternehmen, die das mit viel Initiative, auch mit einem gewissen Risiko getan haben. Das sind CureVac und BioNTech, um die beiden deutschen Unternehmen zu nennen. Und bedauerlicherweise ist CureVac nicht in Europa oder Deutschland an die Börse gegangen, sondern in den USA. Und das zeigt das Defizit, was wir im Bereich Startup haben. Das zweite Unternehmen, BioNTech, wird in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als deutsches Erfolgsbeispiel genannt, sondern immer wieder als Pfizer. Das ist eigentlich sehr bedauerlich, dass wir es nicht geschafft haben, das Ganze zu vermarkten. Wenn wir diese unternehmerische Initiative in dieser Marktwirtschaft nicht gehabt hätten, hätten wir heute keinen Impfstoff. Das hätte der Staat nie und nimmer auf die Kette gekriegt, um das mal so zu sagen. Und das, was mich schon sehr kritisch stimmt, ist, dass kurz nachdem dieser Impfstoff unter uns ist und vielen Menschen hilft und auch uns allen ja hilft, dadurch, dass das Leben wieder an Normalität zurückkommt,
haben die Grünen nichts Besseres zu tun, als die Forderung aufzustellen, die Patente zu sozialisieren und unterstellen den Unternehmen Gewinnmaximierung. Und ich denke, das ist ein Beispiel dafür, wie erfolgreich unternehmerische Initiative ist, wie erfolgreich die Marktwirtschaft ist, aber wie wichtig es auch ist, dass man den Unternehmen den Handlungsspielraum lässt, um ihre Kräfte entsprechend entfalten zu können. Aber sehen Sie die Tendenzen, wenn man gleichzeitig in dieser Pandemie zum Beispiel Gesetze auf den Weg gebracht hat, Recht auf Homeoffice oder so etwas, wo man doch denken sollte, der Einzelunternehmer weiß besser, ob das für sein Unternehmen gut ist und ob er das akzeptieren kann. Aber schon mischt sich der Staat wieder ein. Also von daher, ich stimme allem, was Sie sagen, zu. Natürlich war die Entwicklung der Impfstoffe ein Sieg des Marktes. Aber ich habe manchmal den Eindruck, den Staat, die Politik kümmert das wenig. Wir haben das Problem, dass wir uns natürlich jetzt in dieser Krise sehr stark daran gewöhnt haben, dass der Staat interveniert, und das darf auf Dauer nicht so sein. Natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle wichtig, dass Krisenintervention gemacht wird, aber der Staat ist nicht der Unternehmer, der Staat ist der Schiedsrichter und er gehört auch wieder zurück auf die Tribüne. Was das Thema Recht auf Homeoffice betrifft, das haben wir kritisiert, das habe ich auch insbesondere gegenüber der CDU kritisiert, aber das war ja offensichtlich wieder ein fauler Kompromiss in dieser großen Koalition, und ich hoffe natürlich jetzt im Herbst, dass wir eine andere Koalition bekommen, in der wir weniger solcher faulen Kompromisse haben, weil ein Recht auf Homeoffice tut auch der Wirtschaft nicht gut. Die Wirtschaft möchte selber entscheiden, ob sie die Mitarbeiter ins Homeoffice schickt oder nicht, und es ist auch oft aufgrund der betrieblichen Rahmenbedingungen nicht unbedingt möglich, Homeoffice einzurichten, und die Mitarbeiter wollen es auch teilweise überhaupt nicht. Wo beginnt eigentlich das Problem dieser großen Koalition, die Sie ja gerade erkennbar kritisiert haben? Ist das nur der SPD-Teil oder hätten Sie sich auch aus dem Kanzleramt von Angela Merkel mitunter andere Akzente, stärkerer Gegenwehr, zum Beispiel gegen die SPD, gewünscht? Man hat ja schon den Eindruck, in den meisten Sachfragen und schon vorher bei der Verteilung der Ressorts, in der Regel hat sich die SPD durchgesetzt. Das müssen wir leider auch feststellen. Und das zeigt ja auch, dass die CDU ihren Markenkern verloren hat. Und der Markenkern ist Wirtschaftskompetenz. Und das ist jetzt auch die große Hoffnung an die Erneuerung, die Armin Laschet jetzt hoffentlich dann voranbringt, dass diese Wirtschaftskompetenz wieder zu einem Kernelement der CDU wird. Und wenn Sie sich alleine die Last-Minute-Beschlüsse der Großen Koalition der vergangenen Woche anschauen, Stichwort Lieferkettengesetz, Stichwort Frauenquote, dann ist das nicht gerade ein Ausweis dafür, dass auch die CDU-Mitglieder der Bundesregierung und die Fraktion für Wirtschaftskompetenz steht. Die CDU hat das einfach halt mal fest. Zu viele. Die Mehrheit der Fraktion steht nicht für die Wirtschaftskompetenz. Finde ich richtig analysiert. Hoffen wir gemeinsam, dass sich das ändert. Aber Die CDU hat einfach zu viele Kompromisse gemacht. Das war auch sicherlich, das muss man auch ganz kritisch sagen, häufig die Angst, dass die Koalition dann möglicherweise scheitern könnte. Aber wir wissen alle, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle des Öfteren gewünscht, dass man einfach mal, wie sagt man im Fußball, das Bein stehen lässt und vielleicht auch mal die Sozialdemokraten auflaufen lässt. Und das zeigt aber auf der anderen Seite auch, und das ist wirklich sehr, sehr ernst, dass wir zwar Wahlprogramme vorgelegt bekommen, aber dass am Ende nach dem Wahltag es sehr wichtig sein wird, wie die Koalitionsverhandlungen verlaufen, und dass man dann natürlich versucht, möglichst viel, und da bin ich wieder bei der Wirtschaftskompetenz, in einem solchen Koalitionsvertrag zu finden. Das ist uns natürlich als Wirtschaftsrat ein Anliegen. Aber nun deutet ja vieles darauf hin, dass die nächste Bundesregierung nicht mehr aus Union und SPD besteht, sondern aus Union und dann mutmaßlich den Grünen. Wird es dann nicht so bleiben oder sogar noch schlimmer? Sie haben ja eben schon mal ein kritisches Wort über Annalena Baerbock geäußert. Wird das dann nicht noch mehr Staat, noch mehr Plan, als wir es im Moment hatten? Leider kommen da möglicherweise zwei Koalitionspartner zusammen, die diametral von ihren Ausrichtungen sind. Die Grünen sind für Verbote, für Quoten, für Gängelungen, für Regulierung, und die CDU ist für Technologieoffenheit und für Marktwirtschaft. Also die neue CDU. Die neue CDU ist für Technologieoffenheit. Wir haben ja gerade kritisiert, dass das nicht stark genug vom Markenkern her verteidigt wurde. Und es wird dann am Ende natürlich eine Frage sein, welche Kräfteverhältnisse habe ich. Deshalb muss die CDU das Ziel haben, möglichst viele Wählerstimmen zu gewinnen. Und ich würde es auch durchaus begrüßen, wenn die FDP mit am Tisch säße, weil dann gäbe es auch noch mal eine bürgerliche Partei, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal so ein bisschen, wie sagt man, so moderieren kann, damit möglichst viel in dem Koalitionsvertrag drin ist, was wir uns auch als Wirtschaft für den Industriestandort Deutschland wünschen. Lieferkettengesetz haben Sie gerade angesprochen, ist ja nicht eine direkte Folge der Pandemie, aber doch ebenso das Vorhaben der Großen Koalition, dass Unternehmen quasi dafür in Zukunft verantwortlich gemacht werden sollen, dass Deutschland weltweit gegen Zwangsarbeit, gegen Kinderarbeit, gegen Armut kämpft.
was wir gegen ökologische Ausbeute, was wir wahrscheinlich alle gut finden, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen naiv zu glauben, wenn die Staaten das nicht hinbekommen, können das die deutschen Unternehmer und Mittelständler vor Ort machen. Haben Sie da noch Hoffnung, dass bis es zum Gesetz wird, die Union etwas zu sich kommt und da ein paar Korrekturen noch einbaut? Ich habe da noch Hoffnung, weil wir müssen ja auch mal einsehen, auf der einen Seite haben wir wahnsinnig viel in die Wirtschaft hineingepumpt, auch an finanziellen Mitteln, um diese Pandemie zu überstehen, und auf der anderen Seite beschweren wir sie mit solchen Sachen wie mit dem Lieferkettengesetz. Und wenn Sie sich mal vorstellen, beispielsweise ein Oberhemd, was gefertigt wird, das sind ungefähr 140 Schritte, ich sag mal von der Baumwolle, die erzeugt wird, bis das Hemd fertig ist. Und wie wollen Sie denn über diese gesamte lange Lieferkette nachvollziehen, dass in jedem Rädchen auch die Menschenrechte, die Umweltkriterien etc. eingehalten werden? Mhm. Und man muss vielleicht auch eins mal ganz klar sagen, es kann nicht sein, dass der Staat meint, durch Regulatorik alles regeln zu müssen. Die Unternehmen haben heute ein hohes Eigeninteresse daran, dass sie auch selber bestimmte Grundsätze einhalten, weil das auch von den Mitarbeitern gefordert wird, weil das von den Banken gefordert wird, weil das von den Kunden und Lieferanten gefordert wird. Und deshalb darf man auch durchaus darauf vertrauen, dass die Unternehmen auch aus Eigeninitiative genau diese genannten Kriterien, die man mit dem Lieferkettengesetz absichern möchte, einhalten. Und da braucht man keine Regulatorik, die am Ende des Tages dazu führt, dass wahnsinnig viel Bürokratieaufbau da ist. Und das ist Bürokratie, die den Unternehmen Energie nimmt. Und die Energie können sie besser in ihre Weiterentwicklung ihrer Produkte, Weiterentwicklung der Märkte oder auch in die Weiterentwicklung der Mitarbeiter stellen. Das ist besser investiert, als irgendwelche Dokumente auszufüllen, die vielleicht am Ende des Tages auch gar keiner anschaut. Das wissen wir ja auch gar nicht, wer diese Flut an Bürokratie überhaupt bearbeitet. Hatten Sie die Möglichkeit, das Armin Laschet mal so stringent zu erklären? Ich bin persönlich mit dem Lieferkettengesetz seit Februar letzten Jahres unterwegs gewesen. Das kam ja aus dem Ministerium von Herrn Müller. Ich habe auch auf Staatssekretärebene Gespräche geführt. Wir haben immer wieder klargemacht, was das Ganze... Also Gerd Müller, CSU, muss man zwischendurch mal sagen. Wir haben auch immer wieder klargemacht, was das Ganze aus Sicht der Wirtschaft bedeutet. Wir haben auch Beispiele präsentiert aus unserer Mitgliedschaft. Aber ich bin im Moment doch ganz zuversichtlich, dass es auf der Zielgeraden vielleicht doch noch die Vernunft gibt und dass das Ganze nicht zustande kommt. Bevor wir auf der Zielgeraden sind, Frau Hamka, müssen wir hier unbedingt weitermachen. Unser Turm muss höher werden, auch auf die Gefahr hin, dass er dann instabiler wird. Ich weiß von Zuschauerreaktionen, manche finden das, heute ist das sicherlich nicht so bei so einem Gast, aber manche finden das sonst, halten das normalerweise für den Höhepunkt der Sendung und fiebern mit. Ja, ich glaube, ab der dritten Reihe. Ich glaube, bei den Profis darf man erst ab der fünften von oben. Aber nee, machen Sie ruhig. Machen Sie. Der war so schön locker. Jetzt gucke ich mal. Wir machen dann bitte gleich noch. So, und der hier. So, jetzt. Soll ich jetzt auch mal so bitte mutig sein? Ja, sein. Sie sind in Ihren Äußerungen mutig. Warum dann nicht auch beim Klötzchen spielen. Ich mache noch eins, Sie sind jetzt erstmal hier frei, aber ich muss noch einen nachziehen und stelle aber schon mal die nächste Frage. Rente mit 68, die Erhöhung des Renteneintrittsalters, ein Experte hat es vorgeschlagen. Politik und Publizistik und öffentliche Meinung waren entrüstet. Aber ist das nicht irgendwie klar, dass wir alle älter werden, gesünder bleiben und dann auch länger arbeiten müssen, wenn gleichzeitig immer weniger junge Leute in den Arbeitsmarkt nachdringen? Also macht sich da die Politik nicht manchmal gerade vor Wahlen etwas vor, wenn sie sagt, nee, war nur irgendein Spinner, wir bleiben bei Rente mit maximal 67? Zunächst mal sind wir in der glücklichen Lage, dass wir alle immer älter werden und dass wir auch gut älter werden und auch durchaus in einem Alter, wo die Menschen früher schon gar nicht mehr so richtig arbeiten konnten, noch handlungsfähig sind. Aber wir laufen eben in eine Demografiefalle hinein. Das ganze System wird sich nicht mehr finanzieren können, wenn wir so weitermachen. Und es wird notwendig sein, dass man die Lebensarbeitszeit verlängert. Das heißt, dass man das Renteneintrittsalter auch nicht festschreibt, sondern dass man das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppelt. Frau Hamka, Sie sind wieder dran. Und wir gucken jetzt mal, wie viele wir noch schaffen, bis diese Sendung gleich vorbei ist. Liebe Zuschauer, bleiben Sie noch dran. Es könnte noch jetzt etwas passieren. Es zeichnet sich hier eine dramatische Entwicklung ab bei Frau Hamka. Aber sie schafft das. Man darf nicht festhalten, oder? Sie müssen auf jeden Fall am nächsten Donnerstag zur gleichen Zeit wieder dabei sein. Gucken wir mal, ich den hier. Oh, nee.
Liebe Frau Hamka, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Nächsten Donnerstag an der gleichen Stelle. Es war mir ein Vergnügen. Gerne, danke. Thank you.